Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonne und Mond Live Wi-Fi Battle. Wir spielen heute immer noch im Ayu. Ich habe mich tatsächlich mittlerweile so ein bisschen im Ayu gefangen, sage ich mal. Mir gefällt das Tier unheimlich gut, auch wenn Scaraborn so ein bisschen OP ist in dem Tier. Es gibt allerdings schon ein, zwei kleine Checks dagegen, aber trotzdem ist Scaraborn einfach viel zu stark. Deswegen haben wir heute aber auch keinen Scaraborn mit. Ihr müsst überlegen, das neue Ayu-Tier ist quasi so ein bisschen wie das alte Yuyu. Und das alte Yuyu habe ich ja super hart gesuchtet, wie einige von euch noch wissen. Und deswegen freue ich mich wahrscheinlich gerade mit dem Tier so gut an. Wir haben heute ein Team bestehend aus Kramchef, Skorkler, Machomai, Rotom Heat, Turtok und Viridium. Es war nicht geplant, dass sie alle weiblich sind. Und ist auch nicht geplant, dass Skorkler anstatt fucking Immunität Sandschleier hat. Da habe ich scheinbar irgendwas ein bisschen kacke gegent. Das ist ja, das ist aber nicht, zum Glück nicht so schlimm, denn ich glaube, man spielt kein Sandsturm-Team. Ich muss erst mal überlegen, mit welchem Pokémon wir leaden. Auf jeden Fall spielen wir gegen den guten Nero, ist ebenfalls ein kleiner YouTuber. Ich hoffe, ich denke dran, seinen Kanal in die Beschreibung zu packen. Wir haben ein Team bestehend aus Echnatoi, Gardevoir, Irokex, Kramchef, Knirfisch und Porygon 2 dabei. Machomai gefällt mir übelst gut gegen sein Team, wird wahrscheinlich einen super guten Job machen. Ich würde schon beinahe sagen, lasst uns damit leaden. Allerdings habe ich super viel Respekt vor Gardevoir. Und ich überlege gerade, was so meine Antworten gegen Gardevoir sind. Natürlich, ich habe die Assault Vest aufmachen, ich sollte aber langsam überlegen, ne? Ich glaube tatsächlich, ich liebe mit Rotom Heat. Einfach weil Gardevoir so viel machen kann. Und wir sind Choice Bags, das heißt, wir können da auf jeden Fall auch einiges mitmachen. Ich hoffe einfach mal, dass es gut funktioniert. Ich bin aktuell noch ein bisschen so mit den Farben und so weiter am Rumprobieren. Deswegen, ich glaube, im letzten VGC-Part war es ein bisschen zu hell. Im nachkommentierten Wi-Fi-Kampf war es so ein bisschen zu dunkel. Also, was heißt zu hell? Im VGC-Part waren einfach die Farben viel zu krass gesättigt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das gefällt mir eigentlich gerade ganz gut, wie es aussieht, oder? Ich weiß nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht noch mehr machen würdet. Es sieht aber ein bisschen blass aus, habe ich so das Gefühl. I don't know. Weil die Sache ist, die ich schneide ja meine Videos irgendwie auf jeden Fall mit Echnatoi mit Premiere und ich habe irgendwie keine Effekte in Premiere, super random, deswegen muss ich das alles so ein bisschen überbrücken mit einer Color Correction, die ich über OBS einstelle. Ich könnte jetzt hier mittendrin auch noch so ein bisschen drin rumspielen. Heller sollte ich es auf keinen Fall machen. Ich glaube, ich sollte es doch noch ein bisschen dunkler machen, sonst wäre es zu blass vom Kontrast her. Ja, jetzt wird es halt wieder so dunkel. Ich finde es aber nicht so schlimm, wenn es so dunkel ist. I don't know. Wie ist es so? Ich glaube, so geht das eigentlich, oder? Ja doch, das gefällt mir. Also ihr liegt auf jeden Fall mit Echnatoi. Das ist jetzt eine gute Frage. Wir können einfach Vault switchen, würde ich mal meinen. Werden auf jeden Fall super viel Damage machen. Und gegen Echnatoi werde ich schon... Alter, es macht 50%. Holy shit. Das heißt, Hitzekoller hätte nicht ausgereicht. Aber es hätte auf jeden Fall guten Damage gemacht. Ich überlege gerade, um Blastoise zu gehen. Einfach aus dem Grund, weil wir Heilung da drauf spielen. Und er könnte Toxin oder so spielen. Aber er könnte auch für Links gehen. Für Leitteiler, das ist so ein kleines Problem an Echnatoi. Ich würde super gerne für Hunchcrow gehen, aber falls ihr das predicted und für ihr Licht geht, dann ist mein Hunchcrow halt kaputt. Dies würde ich ungern wollen. Und auf Machomai können wir deswegen auch nicht gehen und Viridium auch nicht. Ich glaube, ich gehe echt in Turtok. Einfach, ich bin mir unsicher, was er machen möchte und ich will echt nicht riskieren, dass er hier wirklich fürs Irrlicht geht. Echnatoi kann Giftspitzen? What the f? Haben wir ein Gift-Pokémon mit? Nee, aber wir haben Turtok hier stehen, welches Turbo-Dreher kann. Das ist praktisch. Okay, was habe ich denn sonst noch so ein paar... Habe ich kein Gift-Pokémon mit? Nee, ich habe kein Gift-Pokémon mit. Okay, gehen wir fürs Toxin. Hat der ein Toxin-Switchen? Nicht wirklich. Toxin gefällt mir hier tatsächlich ziemlich gut. Ich gehe auf jeden Fall fürs Toxin. Er könnte raus in Gardevoir gehen, was ein bisschen ätzend wäre. Er geht. Oh, yummy! Kriegen wir direkt das Porygon 2. Oh, ich spiele sogar mit Download. Das heißt, wahrscheinlich so ein offensives. Leider kriegt ihr auch den Spezialangriffsboost. Kann ich auf jeden Fall toxinieren. Und können gleich die Giftspitzen wegspinnen. Und das Toxin auf Porygon 2 übelst gut. Übelst gut. Gefällt mir sehr, sehr gut, weil da kriegen wir einfach nach und nach ein wenig Damage drauf. Er wird wahrscheinlich Donnerblitz spielen. Aber ich möchte hier auf jeden Fall die Giftspitzen wegbekommen, damit ich wieder ein bisschen mehr Freiraum habe, weil mit Hazards fühlt man sich immer so ein bisschen, ich sag mal, eingeengt. Ja, kann man das so sagen? I don't know. Ich weiß nicht. Aber ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Deswegen möchte ich die auf jeden Fall wegbekommen, damit ich hier wieder frei switchen kann, ohne dass alles vergiftet wird.
Er wird dann wahrscheinlich kein Irrlicht auf Echnatoll spielen, wenn er die Giftspitzen hat. Das ist auch ziemlich gut zu wissen. Also wir kriegen auf jeden Fall einen Turbodreher raus. Wir sind tatsächlich sogar schneller, hätte ich nicht gedacht. Und er geht für Eisstrahl. Was hat er predicted? Also er wird auf jeden Fall was predicted haben, meine ich. Würde ich mal spontan sagen, weil Triplette, also wenn er Download spielt, wird er auf jeden Fall Triplette oder Donnerblitz haben. Und von daher wird er irgendwann, ich muss mal eben in mein Team gucken. Hat er Viridium predicted wegen dem Donnerblitz? Aber Viridium hätte halt auch echt gut was getankt. Ich bin gerade am überlegen, ob ich in Machomai gehe. Machomai gefällt mir hier richtig gut, weil alles, was er hat, können wir mit der Offensivweste gut tanken. Und ja, Donnerblitz oder Eisschreibe wäre halt optimal. Wechselt tatsächlich sogar raus, okay. Okay, und er geht den... Ah, er geht den Gardevoir. Das ist nicht so gut. Und er kriegt Schild los. Das ist, glaube ich, egal. Oh, habe ich eine Giftattacke? Ich habe Rambos. Ich glaube nicht, dass er uns One-Shotten kann. Selbst mit... Nee, ich glaube nicht, dass er uns One-Shotten kann. Auch Psyshock sollten wir, glaube ich, tanken. Außer er ist gespaxed. Dann könnte es eventuell problematisch werden. Aber wenn er für Moonblast gehen sollte, ich denke mal, es wird ein Scarf Gardevoir sein. Hat man halt damals auch meistens gespielt, wenn man nicht Mega Gardevoir gespielt hat. Hat Scarf Gardevoir gespielt. Deswegen glaube ich, oh, ich spiele Psyshock. Bitte hab keinen Specs. Ich glaube, dann können wir das tanken. Ah, easy! Und Rambos sollte es besiegen, oder? Komm, mach mal. Bitte! Das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber wir kriegen Damage drauf, was wichtig ist für Hunchcrow. Ich bin gerade am überlegen, ob ich rauswechsel oder ob ich Machomai hier schon sterben lasse. Die Sache ist halt die... Machomai ist nicht unbedingt das schnellste Pokémon, wie wir wissen. Aber ich würde halt schon sau gern nochmal die Möglichkeit haben, zu Dingens, zu Wuchtschlagen. Deswegen ist jetzt die Frage, wechsle ich nochmal raus? Oder bleibe ich drin? Ich bleibe, glaube ich, tatsächlich drin. Ich weiß nicht. Ich will halt ungern auf irgendeinem Pokémon den Damage abbekommen. Wirklich richtig ungern. Deswegen bleibe ich drin und gehe für Knockoff. Er wechselt raus. Ah, nice. Und er geht in Julia Roberts. Wer ist das? Oh, wir sind für Knockoff gegangen. Easy! Boom! Tot! Easy! Als hätten wir es... Ich meine, natürlich haben wir es predicted. Das war richtig, richtig gut und richtig wichtig. Ich weiß nicht, was er genau predicted hat. Auf den Moonblast. Wahrscheinlich Squawkler, dass ich Squawkler reinschicke. Und deswegen hat er sein Wasser-Pokémon reingeschickt. Das könnte ich mir vorstellen. Holy shit! Das war super wichtig. Da kommt allerdings Kramchef. Und entweder geht jetzt für Tiefschlag oder geht für Verfolgung. Ich glaube, eine Verfolgung könnten wir tanken, Fragezeichen. Ich werde hier, glaube ich, auf jeden Fall auf Squawkler gehen. Ich gehe auf jeden Fall auf Squawkler. Und er geht auf jeden Fall nicht für die Verfolgung. Sturzflug wäre auch okay. Ich glaube, Squawkler kann das relativ gut. Er geht für Sturzflug. Kann das relativ gut ab, oder? Ich weiß, es ist ein fucking Kramchef und Kramchef macht 7 Millionen Damage. Aber das ist halt ein Squawkler. Und Squawkler tankt halt alles. Deswegen verliert er hier Life-Orb, kriegt er hier Life-Orb-Schaden und so weiter. Und wir können hier auf jeden Fall eigentlich unsere Rocks rausbekommen. Ich würde mich super gerne roosten. Was ist sein Spinner? Hat er gar keinen Spinner? Er hat gar keinen Spinner, ne? Ich will hier auf jeden Fall die Rocks rausbekommen. Egal, ob wir Squawkler hier verlieren oder nicht. Die Rocks will ich auf jeden Fall rausbekommen. Aus der Spielkramchef mit Defog, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe. Deswegen hier super wichtig, dass wir die Rocks wegbekommen. Rausbekommen. Er geht in Echnatoll. Okay, wir haben Knockoff. Wir haben Knockoff im Set, das ist ziemlich gut. Er könnte eventuell eine Ladung Giftspitzen rauslegen, das wäre okay. Er könnte halt auch für Lightailer gehen. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mal, ich werde auf jeden Fall für Knockoff gehen. Und dann schauen wir einfach mal, wie viel Damage wir ihm zufügen können und hauen ihm damit ja auch die Überreste weg. Er wird wahrscheinlich jetzt die Giftspitze mit rauslegen, was aber auch in Ordnung ist, weil wir spielen nämlich Heilung. Auf unserem Turtok kennen vielleicht einige von euch nicht. Das tut halt einfach den Statuswert, das Statusproblem, den ein Pokémon besitzt, einfach heilen. Das heißt halt Heilung. spielt man tatsächlich wirklich auf Turtok. Deswegen, ja. So, wir gehen hier auf jeden Fall für Knockoff. Hochrusten will ich mich nicht, damit er mich nicht mit Leitteile angreifen kann. Ich denke mal, Knockoff ist hier
Absolut nothing damage. Ist ja einer der besten Plays, die ich... Oh, wir verlieren unsere Sandschleier. Oh nein. Okay, und er geht für... Ehrlich, das ist okay. Wenn Skorkler... Absolut kein Problem, dass Skorkler verbrannt ist. Dagegen habe ich echt nichts. Das ist in Ordnung. So, hat die Giftspitze nicht rausbekommen. Was haben wir gegen... Echt na toll. Wir haben eigentlich Hunchcrow. Aber ich möchte nicht, dass Hunchcrow... verdingst wird. Verbrannt. Ich glaube, er wird hier für Leitteiler gehen. Sollen wir was richtiges, richtig crazyes machen? Komm, wir sind hier absolut crazy, okay? Wir gehen hier jetzt raus in Machomai, weil er für Leitteiler geht. Holy shit, sind wir jetzt crazy drauf. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Absolut keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt Leitteiler spielt. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal zu predicten. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Vielleicht geht er auch für ehrlich. Das wäre aber auch okay, weil so überlebt mit Champ auf jeden Fall nochmal. Ey, oh. Easy! Und wir sind schneller und können hier auf jeden Fall nochmal einen Knock-Off oder einen Wuchtschlag tatsächlich raushauen. Knock-Off, mit Knock-Off würden wir ihn halt killen, aber Wuchtschlag ist halt der bessere Move gegen alles in seinem Team. Aber ich habe Angst, dass er mich halt tötet, deswegen sollte ich, glaube ich, für Knock-Off gehen. Ich denke, man wird echt natürlich sterben lassen, deswegen sollte ich nicht für Wuchtschlag gehen, sondern für Knock-Off. Und selbst wenn er rauswechselt in irgendwas, was mich gleich Revenge-Killen wird, wir kriegen auf jeden Fall nochmal Free Damage raus. Echnatoll hat auch quasi nochmal Free Damage bekommen. Und ja, da kann ich mich absolut nicht beschweren. Krampfschiff bekommt jetzt Tarnstein-Damage. Gardevoir bekommt Tarnstein-Damage, was halt auch super gut ist. Porygon 2 bekommt Tarnstein-Damage. Okay, lässt auf jeden Fall sterben. Wuchtschlag hier wäre ein bisschen too much gewesen. Verlieren unser Schildfluss. Heißt, wir können jetzt nicht mal unbedingt Wuchtschlag einsetzen. Aber ich denke, er wird jetzt sowieso mit irgendeinem Pokémon machen, mal dann doch irgendwann endlich killen. Gehe ich auf jeden Fall mal von aus. Ja, deswegen passt das alles noch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er raus wieder in Gardevoir geht. Aber dann... Wer war es in City? Das war sein Krampfschiff, ne? Ich glaube, dass er jetzt für die Verfolgung geht. Ich gehe mal für Steinkante. Wenn ihr jetzt misst und er wirklich für Verfolgung geht, er geht echt für... Jetzt müsst ihr halt nur noch treffen. Komm schon. Triff bitte, 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 bitte. Er kriegt Mumie. Das ist auch schon mal ziemlich gut. Also wenn wir nicht treffen, ist es gut. Komm schon, bitte, mit Chan. Komm schon. Bitte. Okay, wir treffen. Nice. Übelst gut. Bam, Krampfschiff auch rausgenommen. Ah, nice. Wir haben hier gerade auf jeden Fall absolut die Oberhand. Echt natürlich konnten wir schon mal sehr gut rausnehmen. Genauso wie der Krampfschiff jetzt ebenfalls eine große Bedrohung rausnehmen konnten. Und unser Krampfschiff hat einfach immer mehr Freiheit. Da haben wir auch Dings, haben wir. Knirfisch ist ja auch schon weg. Holy shit. Steht's gerade 6-3, ich glaube ja. So, hier kommt jetzt Gardevoir. Und Machomai, du weißt, ich liebe dich. Du hast einen absolut guten Job gemacht. Er kriegt jetzt Mumie als Fähigkeit. Ich fährte, ne? Einfach alles wird mumifiziert. Holy shit. Das heißt, wir dürfen gleich eigentlich absolut nicht in Hunchcrow rausgehen, was eigentlich ein bisschen ärgerlich ist. Wobei, ich kann mit Rotom Bolt switchen. Ja, wir lassen mit Champ jetzt hier sterben. Du hast einen absolut guten Job gemacht mit Champ, aber mir fällt gerade auch auf, ich habe gar keine coolen Spitznamen. Ne? Die haben einfach alle die englischen Namen. Das ist richtig traurig. Das ist richtig sad. Aber du hast einen guten Job gemacht, aber irgendwann ist auch mal deine Zeit vorbei. Wir hätten sogar noch einen Rotom Bolt rausgehen können auf den Umlast. Aber okay. Man kann nicht alles haben. Ja, wir können jetzt hier auf jeden Fall raus in Rotom Heat gehen. Er wird uns, denke ich mal, unter keinen Umständen besiegen können. Und wir können einfach wieder einen Free Bolt Switch rausbekommen. Ich glaube, er hat keinen Boden-Pokémon, oder? Er hat noch Gardevoir. Er hat noch Irokex und Porygon. Ja, dann kriegen wir hier auf jeden Fall einen Safe Bolt Switch raus. Das heißt, keins meiner Pokémon bekommt dann auch die Mumie. Deswegen, sonst hätte ich gesagt, alles klar, Hunchcrow und GG. Da hätten wir halt wirklich gewonnen. Aber ich würde halt die Mumie bekommen, dadurch, dass ich ihn halt mit Hunchcrow mit jedem Move berühren würde. Deswegen, ja, ihr könnt jetzt hier nochmal rauswechseln. Er wechselt tatsächlich nochmal raus. Fragwürdig, weil die Tarnsteine liegen. Das heißt, Gardevoir stirbt auf jeden Fall. Aber okay, spiele ich... Was für ein Dings spiele ich auch? Okay, der den Angstboost, perfekt. Was für einen Let's Move spiele ich auf Hunchcrow? Spiele ich Kraftkoloss? Durch. Sollte, glaube ich, sogar killen, oder? Ach, wir versuchen es mal. Das heißt, wir gehen jetzt hier für Kraftkoloss. Und ich weiß, wir bekommen dann einen Angriffsdrop und einen Deathdrop, aber... ich glaube, ich kalk sogar, ob
der Brave Bird hier an der Stelle reicht. Das interessiert mich gerade tatsächlich. Han Crow gegen Porygon 2 macht Brave Bird. Okay, das sollte killen. Das heißt, wir können ja auch für Brave Bird gehen. Außer habe ich gerade irgendwas falsch. Okay, ich habe jetzt auf ein offensives Porygon 2 perfekt gekalkt. Aber ist egal. Es ist in Ordnung. Wir würden aber auch so mit Kraftkoloss unendlich viel Damage machen. Und ich meine, er bekommt ja auch noch Giftschaden. Vielleicht reicht es ja trotzdem. Und es reicht aus. Perfekt. Gut, ich glaube, das sollte tatsächlich GG sein, weil wir können Gardevoir mit Sucker Punch besiegen. Wir kriegen Irokex auf jeden Fall mit Sturzflug down und das ist tatsächlich, glaube ich, ein 5-0. Hanshu ist sowieso auch absolut gut, finde ich. Ist ein richtig gutes Pokémon und hat eigentlich meiner Meinung nach im Ayu auch nicht wirklich was von. Ach, stirbt jetzt wahrscheinlich sogar durch Rocks, ne? Kriegen wir dadurch auch den Hochmut-Boost? Rip Gardevoir. bekommen wir nicht? Oh, das ist richtig sad. Das ist ja richtig sad. Also, das ergibt schon Sinn, aber es ist richtig sad, okay. Da kommt jetzt ein Irokex. Der potenzielle Sash, wenn er einen hätte, geht durch die Rocks auch kaputt. Und ja, jetzt kann ich mit Braveheart gehen. Ich glaube, wir sollten schneller sein. Ja, doch, ich glaube, wir sollten schneller sein. Und Sturzflug sollte ihn auf plus 1 auf jeden Fall erledigen. Außer er tritt jetzt ein Fokusband. Davon gehe ich aber nicht aus. Okay, gut. Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben gar nicht so schlecht gespielt, haben ihn souverän runtergespielt, aber trotzdem GG an Neo. Aber trotzdem ein sehr schöner Kampf meiner Meinung nach. Ich hoffe, er hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.